Es ist sonnig an diesem Herbstnachmittag. Nun, es ist ein perfekter Tag für einen Promenade im Wald. Ich nehme einen Korb, weiß man nie, und dann mein Messer, denn die Nacht kann schnell fallen. Auf der Straße begleitet mich Herr Wind durch die Pappelreihen hin. Dann blenden mich am Eingang des Waldes weiße Birken. Der Boden, Massengrab aus frisch verblassten Blättern. Sie stöhnen im Vorbeginnen. Vielleicht springen sie zum letzten Mal. Ich höre dort oben singen. Wäre es der Gärtner des Himmels? Wer die Wolken harken, um zu pflanzen. Diese Melodie drängt mich tiefer in den Wald. Es geht auf, es eist sich auf. Hallo, Buchen! Ihre Blätter tanzen, geschlagen vom Dirigent des Waldes, Herr Wind. Aber was sehe ich da zwischen diesen beiden gewundenen Büren? Wäre es... träume ich? Ich muss näher kommen, auf der Grund gehen. Aber... ja... dieser blaue Pilz, äußerst selten, was für ein Glück! Wie gut sich fühlt, was für eine elegante Erscheinung, was für eine Präsenz auf seinem gelben Bett. Es ist so zart, blauer Cerou. Leum, Marshmallow, fest in dieser Erde verankert. Diese Erde, die mir jetzt so leicht erscheint. Neugierig schmecke ich ein Ministück. Oh, das ist so gut. Yum, 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 yum. Für mich das Abendessen eines Königs. Ich nehme gerade mein Messer heraus, es zu sammeln, als plötzlich macht mich ein grauer Nebel blind. Eine Symphonie verkleidet alle Bettlecken. Ich höre brüllen. Es sieht aus wie ein Löwe, der Löwe des Waldes. Was für eine Stimme! Ich schaudere. Aber wo ist der Pilz und die tränenblaue Farbe des kalten Feuers? Verschwunden. Wäre so schnell verflingen. Unter meinen Füßen hat Gelb seine rechte Widerer lang. Aber was ist los? Mein Kopf dreht sich. Ich kollabiere. Im Kopf finde ich das Blau. Riesig. Überdosis Blau. Und doch eine so kleine Dosis. Fressack! Der Blaupilz, Likör giftig. Ich stehe auf und setze meinen Promenade fort. Wer
werde ich ihn finden? Wird er mir wieder entkommen?